G-Block. Hey, SX. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich vermisse dich voll. Können wir uns bald wiedersehen? Shorty bouncing, they all doubted, doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es, doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, they all doubted, doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es, doch du bist mein, my feelings are so crowded. Pick you up von deiner Arbeit, yo. Meine Queen, nicht nur ne Ho. Chin zusammen im Baller, yo. Mary Jane und ne Whiskey Coke. Mit, wenn ich die Würfel roll. Gehst mir unter Haut wie Tinte, yo. Im Hotel kannst du es nicht leisten, doch. Das ist meine Shorty, meine Queen, mein Bro. Shorty bouncing, they all doubted. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, they all doubted. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Ich zeig dir meine Culture, yo. Du bist meine Bible, ich dein Pope. Spank you, give me the rope. Seit ich dich kenne, nie mehr cold. Schenk dir mehr als solche Sterne, yo. Chill im Bett, mit was ich dope. Music ist mir everything I love. Hol uns irgendwann hier raus, my yo. Shorty bouncing, they all doubted. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, they all doubted. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, they all doubted. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, they all doubted. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Shorty bouncing, keiner glaubt es. Doch du bist mein, my feelings are so crowded. Ja? Yo, Hendrik, kommst du auch vorbei? Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich mach mich direkt auf den Weg. Let's go. Egal wo, San Andreas ist heute ready. Von Lonnies Bar bis runter zu Paletti. Yo, Stadtpark, hebt mal eure Hände hoch. Denn alle spüren, Los Santos ist richtig dope. Egal wo, San Andreas ist heute ready. Von Lonnies Bar bis runter zu Paletti. Yo, Stadtpark, hebt mal eure Hände hoch. Denn alle spüren, Los Santos ist richtig dope. Sonst auf der Fastlane, heute einfach Chillmodell. Kalte Drinks, heiße Girls, alle können kommen. Noch ey, da hat jemand eine Bank hingestellt, wie geil. Raus aus der South Rock, von Hills und dann zum Pier. Egal ob neu, schon lange hier oder zurückgekommen. Da ist einer. Glaub mir, Bro, hier ist echt jeder. Aber warum in die Richtung? Zeig dir eine Booth, unten in Downtown. Na gut. Oder mach die Weinwurt Hills zu deiner Hometown. Im Norden, die Seele einfach baumeln lassen. Sheriffs überall, keine Angst mehr aufzuwachen. In der City ist es Brady, aber risky. But no worries, the police is always frisky. Glaub mir, Mann, ein gutes Leben wartet hier auf dich. Alles zu stressig, dann angelt ihr nen Fisch. Tattoo im Snake Pit, easy, nur ein Call. You got no cash, Golfbälle, catch them all. Egal wo, San Andreas ist heute ready. Von Lonnies Bar bis runter zu Paletti. Yo, Stadtpark, hebt mal eure Hände hoch. Denn alle spüren, Los Santos ist richtig dope. Egal wo, San Andreas ist heute ready. Von Lonnies Bar bis runter zu Paletti. Yo, Stadtpark, hebt mal eure Hände hoch. Denn alle spüren, Los Santos ist richtig dope. Du weißt nie, was das Birds für dich parat hat. Nach jedem Coinflip heißt es erstmal Zahltag. Medics sind nice, Hilfe manchmal verspätet. Los Santos Graveyard, auch ne schöne Gegend. Und bei Benny's heißt es immer Pimp My Ride. Outdoor Gym, danach bist du richtig breit. Erinnerungen gesaved auf ein paar Picks. Herzlich willkommen bei LS Touristics. Herzlich willkommen in unserer Stadt, das Paradies. Hier
Zeit ist alles, was du brauchst, ey, komm, genieß. Die warmen Tage in der Hookah-Lounge am Meer. Oder buch dir einen Trip bei LS Touristics, yeah. Vom Norden bis in den Süden, Valeri. Hier ist wirklich viel los, los. Lauf doch in freier Wildbahn, den Mount Chiliad hoch. Aha. Such nach Bären und Affen, Affen. Oder bleib zum Entspannen und plag dich danach der Hunger. Halt beim Crucial Fix an. Danach fahr doch einfach mit Auto in den Norden hoch, mal zum Yellow Jack in. Hey Harry, erst ne Bulette, dann Harrys Bestes, auch der Vorschlag Hammer haut drin. Vom Highway zu Harry geht's den Highway entlang über Pali to Bay Richtung City. Baller mal den Highway. Im Osten da entlang. Das Panorama ist wirklich sick, Bro, bei Sonnenuntergang. Oh, ja. Und wenn du musikalisch irgendwas zu bieten hast, genau, dann frag doch mal bei Lonzo nach, ey, Juicy Jams hat Platz. Durchzechte Nächte sind hier absolut willkommen. Don't drink and drive. Lass Down schlecht. Don't Cap lieber kommen. Ein Club ist besser als nichts. Hey, Spengelelelelele. Popcorn. Na, was gibt's? Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kommt auf den Gefallen an. Frag mal Chief Justice, wie weit Stand Your Ground geht. Wir sind ja in Open Carry State hier oben, ne? Ja. Oben in Bonn dürfen wir offen da. Also frag mal nach, wie Stand Your Ground aussieht. Ob ich auf meinem Privatgelände auch einfach rumballern kann, ohne dass mir einer was da kann. Auf deinem Privatgelände, ja? Yep. Ja, kann ich nachfragen. Cool. Jo, ich melde mich, na klar. Cool. Tschüss. Muchas gracias, adios. Adios. Amigo. Pendejo. Steht das nicht sogar im Beschluss drin? Bla 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 bla. Bounty Hunter, Dienstausweise, Baumaßnahmen, Parksitten, Parken, offenes Tragen von Schusswaffen. Ferner dürfen Schusswaffen auf dem eigenen Privatgelände offen geführt werden, solange dies keiner niederen Absicht dient. Okay. In Blaine County dürfen Schusswaffen abweichendes Gerände rein, dann offen getragen werden, wenn dadurch keine Angst und Schrecken ausgelöst werden oder beim offen getragenen Schusswaffen sind blablabla. Ja, scheiße, das steht da wirklich nicht drin. Afujo, Mann. Also jeder darf es auf seinem Privatgelände tun. In Blaine County auch öffentlich, wenn du keine Angst und Schrecken damit verbreitest. Aber da steht nichts von rumballern. Verdammte Scheiße. Hi Denver, ich bin natürlich am Arbeiten. Du sag mal, ich habe gerade eine Anfrage bekommen zu dem Beschluss, zu dem offenen Tragen von Waffen und so in Blaine County. Was da nicht mit drin steht, ist, darf jemand in Blaine County auf seine Privatgelände auch rumschießen, wenn es keinen niederen Absichten gilt, sondern einfach nur zum Spaß? Das steht da nämlich nicht mit drin, ich habe mir das gerade durchgelesen. Ja, muss ich mir angucken, kann ich jetzt nicht so aus dem Kopf beantworten. Okay, sag's Bescheid. Ja. Danke dir. Jo, ciao. Jo, tschüss. Tschüss. Musste letzten Endes selbst besiegt. Vielleicht mal ein Blunt in der Hand oder wach durch die Nacht, Bruder, durch Kokaina. Bruder, völlig entspannt mit der View auf das Meer in der Hooker Lounge, auch meine Shisha. Herzlich willkommen in unserer Stadt als Paradies. Hier gibt es alles, was du brauchst, ey, komm, genieß. Die warmen Tage in der Hooker Lounge am Meer. Oder buch dir ein Trip bei LS Touristics, yeah. Ich will nicht schlafen gehen.
verstehen. Du musst den Rhythmus spüren. Lass dich von mir verführen. Ich will abgehen. Ich will abgehen. Wir drehen den Bass auf, und zwar so richtig laut, bis er uns umhaut. Ich geb nen Scheiß drauf, ich will nicht schlafen gehen. Ich will dich nicht verstehen, du musst den Rhythmus spüren. Lass dich vom Bass verführen. Ich will abgehen, abgehen, abgehen. Abgehen, 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 abgehen. Ich will abgehen. Was ist denn hier dieser scheiß Weg, Mann? Warte. Hier, okay, gut. Ist gerade irgendwie schlecht. Stopp! 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 Ja, denn, wa? Ja. Ja. Also, steht ist nicht. Erstmal ist es nicht erlaubt. Ja. Insofern, ich muss erstmal fragen, wer fragt das, weil das ist sehr gebieft. So. Popcorn. Popcorn fragt das. Ja, also das ergibt sich aus Penal Code § 5 Absatz 3, ne? Wer eine Schusswaffe innerhalb von Ortschaften außerhalb der dafür vorgesehenen Schießstände abfeuert, wird mit Geldstrafe bestraft. Mhm. Das heißt, wenn das halt außerhalb einer Ortschaft ist, dann dürfte er das rein theoretisch. Wenn das aber innerhalb einer Ortschaft ist, dann dürfte er es nicht. Aber wenn diese Auskunft zu geben, ist halt doof. Ja, nö, dann sage ich ihm, es darf er nicht. Weil der wohnt ja innerhalb, also von daher. Egal. Ja, nee, dann darf er das nicht. Gut, danke dir. Alles klar, gut. Tschüss. Tschüss. Tja, Popcorn, es tut mir jetzt wirklich leid. Hättest du eine Antwort, die du nicht... Hallo? Hallo? Ich hören möchtest. Spengle. Popcorn, leider darfst du das nicht. Was? Ja, das ist vom Beschluss nicht abgedeckt, das Abschießen von Schusswaffen. Nee, das geht nur um das... Und im Penal Code ist leider Schießen verboten. Es geht nur darauf, dass ich auf meinem Gelände schieße. Ja. Nicht auf Leute schieße, sondern einfach schieße. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist das Abfeuern der Schusswaffe nicht im Beschluss mit inbegriffen. Dementsprechend weiterhin verboten. Laut des Gesetzes. Oh. Und das hat Chief Justice auch zu dir gesagt? Yep. Okay. Ich habe das nicht selber nachgeguckt. Ja, okay. Bin ich viel zu faul für. Alles klar. Ja. Klar. Gut. Ne? Andere Dinge halt, ne? Ja. Gut. Dann weiß ich schon mal Bescheid, dann sage ich mal weiter. Alles klar. Ciao, ihr Popcorn. Bye. Guck mal, der sagt das nämlich weiter. Gut, dass sie gesagt haben, die dürfen das nicht. Mein Gott. Die sagen das nämlich weiter, die Schweine. Ich heule hell wie die Sonne.
bleib doch. Scheiß doch auf deinen Scheißjob. Reiß mich hier raus aus meinem Loch, in dem mir keiner wartet, wenn ich dann reinkomm. Oh, alles gut. Gut, dass sie da nicht mehr gebremst haben. Ich glaube, das wäre schlechter geworden. Okay, nochmal. Oh, das ist auch der ganz falsche Weg gerade. Nee, das weiß ich noch. Das ist der falsche Weg. Scheiße. Ach, das meinen die mit Wartung, ja? Ach du Heiliger. Pick you up von deiner Arbeit, yo. Meine Queen, nicht nur eine Ho. Das meinen die mit Wartung. Oh Gott. Steht einfach alles draußen. Ja, wir können uns eins aussuchen, ne? Hallöchen. Howdy. 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 Ich weiß nicht, ob Paul schon Bescheid gesagt hat. Nee. Gut, perfekt. Hi, ich bin Harriet. Ich war letztens hier und habe euch den SD-Song einmal vorgesungen. Und für diesen SD-Song brauche ich noch ein Coverbild. Deswegen habe ich hier gleich ein Treffen mit meiner Fotografin, die irgendwann mal auftaucht. Und da brauche ich natürlich ein entsprechendes Liedes, so ein bisschen SD-Hintergrund. Das heißt, ich habe mir da so ein bisschen eine dicke Bertha oder so im Hintergrund vorgestellt, wenn ihr versteht, was ich meine. Mit der ich so ein bisschen posieren kann oder so. Ich glaube, das kriegen wir wohl hin. Also Hall meinte, geht klar. Er wusste nur nicht, ob er es schafft, weil er gerade beim Tätowierer ist. Na klar, gar kein Thema. Also den habe ich schon gefragt. Großartig. Ich habe schon gesehen, also euer Parkplatz ist voll. Ja, das müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Wir haben heute Wartung, ansonsten machen wir es einfach vorne auf der Straße. Na klar. Wann kommt deine Fotografin? 19 Uhr sind wir verabredet. 19 Uhr. Die ist eigentlich immer sehr pünktlich. Dann hole ich das Ding mal eben raus. Supi-dupi. Haben wir sonst mal eben vor. Hast du schon bei den Repairs-Städten angerufen? Sonst mache ich das schnell. Ist alles. Ich traue mich noch nicht nach der Shotgun zu fahren. Ach, danke schön. Das macht Mia gleich. Wir schlagen Mia das vor und die packt dann. Das ist einfach nicht da. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, da kann man doch nichts machen. Hat auch niemand. Ich schau mal kurz im Computer, vielleicht hat er mir ja eine Kennzeichenliste geschickt, dann können wir das abgleichen. Ja, mach das. Ah, ja, bin gleich wieder da.
Wie sind die heute alle schon wieder so laut? Ich glaube, ich bin heute wieder empfindlich. Ach, ja, nun. Jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier. Klasse. Ach so, ja, ich kann natürlich auch ein bisschen nebenbei auf mein Handy gucken. Das ist kein Problem. Da muss man nicht miteinander reden. Ist. Richtig, richtig. Die Stille nicht so seltsam. Und sonst so? Ja. Haben Sie den Season auch schon gehört? Ja, ich war dabei. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ich habe schon gehört, dass mit dem Taser, das stimmt ja leider nicht mehr so, aber der Song ist ja schon lange in der Mache. Da war das noch so damals, dass ihr den gar nicht mitgenommen habt, ja? Ja. Ah ja. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, er muss gerade alles umparken. Ach du Scheiße. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, der Arme. Oh nein. Du Heiliger. Ich komme vor mir doch mal. Ach Gott, der Arme. Ach du Scheiße. Alter, wie viele Fahrzeuge haben die bitte? What the fuck? Wieso haben die so viele Fahrzeuge? Sind das nicht nur irgendwie 20 Leute oder so? Sollte das klappen. Na wunderbar. Oh Gott, wie viele Fahrzeuge haben sie eigentlich? Zu viele. Ach du Scheiße. Und das sind nur die PKWs. Oh Gott. Und die müssen sich einmal pro Woche dazu. Oder was warten lassen? Ja, einmal pro Woche. Ach du Scheiße. Ja, viel Spaß, ne? Und jetzt haben wir keine Administration mehr, das heißt, ich muss das jetzt machen. Oh, das tut mir leid. Ja, viel Spaß, sie wieder allein zu packen, ne? Ich muss dann noch die ganze Kofferräume befüllen, das wird ein Spaß. Ach, zu ahnst es nicht. Ja, großartig. Ah ja, das ist doch, das wird ein super Bild. Das fühle ich jetzt schon. Frisch getankt. Ja, stimmt. Ich meine, wenn sie dann irgendwie sauber machen wollen, dann holen sie die dicke Bärte raus, dann passt das. Genau. Ja, klasse. Gucken wir mal, vielleicht finden wir draußen einen schönen Spot. Na dann, Tür ist gleich mal offen. Ja, ich bin auch einfach mit reingelatscht, ne? War vielleicht nicht so klug. Ich sehe mich da mit einer Shotgun vorstehen, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Er macht das schon. Um Gottes Willen. Wie viele Fahrzeuge die haben, ey, du ahnst das wirklich nicht. So, Mia! Ich habe vorbereitet. Ich habe Outfits. Ich habe vorbereitet und ich brauche nur eine Shotgun. Vielleicht hat Bronco ja eine dabei. Ich meine, die sind immerhin, ne? Teil von diesem Waffenhändlerring da. Ich habe noch bestimmt eine Shotgun dabei. Vielleicht haben Sie was Schönes gefunden? Aber vielleicht kriegen wir das Graffiti ja drauf. Also bis auf den Teil da unten. Ja, müssen wir mal gucken. Meine Fotografin kennt sich damit sehr gut aus eigentlich. Oh, aber das wäre ja schön, ne? Wenn dann nochmal so ein bisschen... Das Graffiti ist mir noch nie aufgefallen. Schön. Ja, die Punks waren wieder sehr aktiv hier, ne? Ja, also Kunst ist es aber auf jeden Fall, das muss man sagen, ja. Ja, das ist richtig. Mhm. Ein kleines Vögelchen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, und sonst einfach, was hast du dir vorgestellt? Drauf? Daneben? Ja, müssen wir mal gucken, ne? Weil ansonsten können wir da auch mal ein bisschen den Wassertank leer machen in irgendeine Richtung. Dann kann man da ja, auch schön. Ein Bild beim Aufstand auseinandernehmen. Mhm. Ne? Ja, ich muss mal gucken. Also so ein Cover ist ja immer ein bisschen beschränkt. Ne? Man darf nicht zu viele Details, sonst erkennt man das eh nicht und so. Ja, das stimmt. Und ich fürchte, wenn ich oben drauf mache, dann geht das so ein bisschen unter. Weil da muss man so draufzoomen. Also ich glaube, davor lehnen oder so wird das besser sein. Das dann dein Outfit? Nee, ich war noch einkaufen, keine Sorge. Ach so, okay. Ich habe so drei Varianten noch dabei. Ich muss ja zugeben, also so eine Shotgun in der Hand würde ich auch noch führen, ne? Ja, das glaube ich. Hm. Hat ja fast gesagt, an sich könnte man mich und den Kollegen noch daneben stellen. Aber das ist ein falsches Bild, wenn wir da dann mit Einsatzwaffen stehen. Ich meine, sowas ist ja bei uns auch nicht alltäglich. Ne? Dann unterstreicht das nur wieder dieses, ja, wenn die Sheriffs vorbeikommen, dann wird nur wieder scharf geschossen. Und von dem Image eigentlich sind wir nicht unbedingt die immer scharf schießen.
Ja, witzigerweise, das habe ich schon bei dem PD-Song gemacht, bei dem Cover. Da hatte ich zwei Kollegen gebeten und die waren dann auch mit Waffen und so, standen dann neben mir. Das haben wir also schon. Das ja, ist sich also dann, doppelt. Ich glaube, da ist sie. Ja, wunderbar. Dann lieber genau. Bertha mit mir. Ein bisschen Wasser und dir, ja. Wir schauen mal, was sie sagt. Ja, auf jeden Fall. Ach du Heiliger. Alles klar. Na klar. Jo. Der hat Spaß. Ja, warum auch nicht, ne? Nicht schlecht. Warte mal, ich rufe sie mal direkt her. Ich glaube, die hat mich nicht gesehen. Hallo. Hi Mia, wenn du dich um 180 Grad drehst und gerade ausläufst, dann siehst du mich. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf, okay? Bis gleich. Ganz langsam, genau. Hallöchen. Bis gleich. Ach, das ist Mia. Ja, Mia. Ah, sehr Mia Hartmann. Schön. Ja, die macht großartige Fotos. Kann ich sehr empfehlen. Er hat, glaube ich, auch bei dem PD irgendwie den VNet-Auftritt erneuert und so. Dafür Fotos gemacht. Das habe ich auch gehört. Ach, mit Bronco. Ja, das ist schön. Mhm. Natürlich, immer den Anwalt dabei. Ja. Soll ja nichts passieren, ne? Das ist richtig, ja. Hallo, ihr zwei. Hallöchen, ihr zwei. Juhu. Ja, Mia, das tut mir leid, dass das so ein Missverständnis war, aber 19 Uhr. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also, Idee, die ich hatte, Mia. Das ist natürlich nicht mein Outfit fürs Fotoshooting. Ich habe noch was besorgt, klar. Ich finde es sexy. Müssen wir gleich mal gucken. Kommst du uns tragen? Danke, danke. Die dicke Bertha da, ne? Und ich lehne da irgendwie Mania, so. Oder? Nee, schon von dem grünen Monster da. Von dem Monster da. Dass sie irgendwie mit draufkommt, ich lehne da so lässig dran oder so. Bronco, du hast nicht zufällig eine Shotgun dabei oder so? Wie bitte? Ganz zufällig nicht, schade. Sonst hätte ich noch so eine Shotgun in der Hand gefühlt. Der einzige, ne, ist ein ganz zufälliger Shotgun, ja. Wie, hast du eine dabei? Natürlich, klar. Na, schade. Na, klar. Schade. Na gut, dann ohne. Abgesiegte sogar. Schön, ja. Schön. Lass das nicht den Deputy hören. Solange ich hier nichts sehe, ne? Brauchen wir mal nicht so sein. Der Tank ist ansonsten auch voll, das heißt, man genau, er würde auch ein bisschen spritzen. Das heißt, ich darf dann mitfahren. Nee, spritzen. Ich wollte gerade sagen, also reinsetzen und den Tank mal ein bisschen leer machen fürs Foto, das ist kein Problem. Richtig. Du meinst ich würde wohl reinsetzen und das Auto in die richtige Position fahren, oder? Zum Beispiel, wenn du mir sagst, wie, dann Scheiße. Das Vergnügen. Aber ich muss auch sagen, das Graffiti ist auch ziemlich geil. Ja, deswegen stehen wir hier quasi. Ich würde den Truck vielleicht einmal 180 Grad drehen oder so. Aha. Mit dem Graffiti oder so. Ja, was mir nur wichtig wäre, ist eben halt, dass wenn wir das nehmen, das Vöglein unten von den Punks eben halt nicht drauf ist. Ne? Wenn wir das irgendwie hinbekommen. Oh, ja, im Zweifel macht Mia da so. Genau, Mia macht das sonst so. Ich kann mir gar nichts sehen, das ist ja ultra süß. So, pass auf, ich zieh mal ein anderes Outfit an. Du sagst ja mal, ob das passt, ja. Vielleicht die dicke Bärte einfach kurz stehen lassen, sonst wird es peinlich für mich. Na klar.